Derzeit protestieren die Schüler dieser Welt jeden Freitag für eine sichere, für eine saubere Zukunft ohne Klimawandel. Und auch bei den Anlegern ist mittlerweile dieses Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne irgendwo angekommen. Alternative Energien, Mikrokredite, Umweltschutz, auch damit lässt sich mittlerweile durchaus Rendite erwirtschaften. Man kann sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist rausgekommen, längst rausgekommen aus einer Nische und ist zu einem Trend geworden. Zumindest hat man diesen Eindruck, wenn man jüngst über die Invest in Stuttgart gelaufen ist. Da ist sehr viel an nachhaltigem Investment angeboten worden. Und bei mir jetzt Lars Brandau, er ist der Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Lars, Sie haben mal nachgefragt, wie es in diesem Gefühl ist. Ist das wirklich ein Trend? Wie halten Sie es mit der Nachhaltigkeit? Warum eigentlich dieses Thema? Na, das sind verschiedene Aspekte. Also Art 1 ist, das ist sicherlich mehr als ein Trend. Es ist auch mehr als Greenwashing, was wir in der Vergangenheit viel gesehen haben. Es ist vor allen Dingen etwas Unumkehrbares. Und deswegen hat uns das interessiert. Das ist eine Umfrage, die wir seit vielen Jahren machen. Und jetzt im April haben wir wiederum dieselben Fragen gestellt, nämlich welche Bedeutung messen Sie ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten bei Ihrer Geldanlage bei? Und es ist ganz, ganz auffällig, dass das in der Tat ganz spannend wird, weil das mehr und mehr von Interesse ist. Wir haben gesehen, eine Antwortmöglichkeit bei fast 3.500 Personen, die da mitgemacht haben bei dieser Online-Umfrage. Hohe Bedeutung sagen etwas über 19%, 28% sagen, ziehe ich zumindest in Betracht. Geringe Bedeutung 20% und 32% sagen gar keine Bedeutung. Das sieht zunächst nach einem heterogenen Bild aus, ist aber tatsächlich so, dass der Anteil derer, für die das Thema wichtiger wird, tatsächlich entscheidend größer wird. Und genau darum geht es, zu sensibilisieren und Anleger darauf aufmerksam zu machen. Und wir müssen uns natürlich in dieser Finanzindustrie auch die Frage stellen, was können wir eigentlich anbieten für den normalen Endanleger, wenn es darum geht, am Ende diese Nachhaltigkeit auch in eine Form von Rendite zu bringen. Was wird denn da angeboten? In was für Firmen und mit welchen Produkten kann man da entsprechend agieren oder investieren? Ja, ich glaube, da sind wir ganz am Anfang einer Diskussion, wenn es nicht nur um Greenwashing gehen soll. Ich glaube, es ist zunächst mal die Frage der sogenannten Taxonomierung. Die Europäische Union wird jetzt im Mai zunächst mal einen Katalog vorlegen, in dem sie ganz klar die Regeln aufstellt und in dem ganz klar definiert wird, worüber reden wir hier eigentlich. Und das ist eine Diskussion, die sich irgendwann sicherlich sehr tief in Detailfragen befindet. Ich gebe Ihnen mal einige kleine Beispiele über Dinge, über die lange Zeit geredet worden ist. Zum Beispiel sind Windkraftparks, wenn man sie indiziert, einfach nachhaltig. Ist das was Vernünftiges oder nicht? Sind Wälder per se nachhaltig? Ist Tabak nicht eigentlich doch irgendwie auch ein bisschen Agrar? Also Fragen, die, glaube ich, längst vom Tisch gewischt sind. Jetzt geht es alles darum, das sehr weit zu konkretisieren. Und da gibt es andere Beispiele, die sind sicherlich auch innerhalb der Europäischen Union umstritten. Nehmen wir das Beispiel Atom. Ein Unternehmen wie RWE würde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, aus deutscher Perspektive alleine, weil es da um Atomstrom geht, von dem man hier in Deutschland nicht so viel hält. Im Rest Europas findet man das eigentlich ganz gut, weil man dann sagt, okay, das ist CO2-freundlich, das ist eigentlich eine zukunftsgewandte Industrie. Und wenn man abstimmen würde innerhalb Europas, würden die Deutschen da wahrscheinlich das Nachsehen haben. Und insofern wird da heftig gerungen in vielen, vielen Fragen und ist ein Unternehmen jetzt nachhaltig und wie kann man vor allen Dingen dann Produkte daraus schneiden und daraus bauen. Das sind, glaube ich, Fragen, die werden erst in der Zukunft wirklich auch nachhaltig beantwortet werden. Und am Ende soll ja auch noch ein bisschen Rendite bei euch rauskommen. Und wie gesagt, das sind spannende Fragen. Und an dieser Diskussion sind wir sicherlich ganz am Anfang. Wie verhält es sich eigentlich mit dem Thema Rendite und Nachhaltigkeit? Steht sich das diametral gegenüber wie Rendite und Risiko? Naja, also ich glaube mal, das mit der Rendite ist sicherlich zu machen. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nicht das primäre Ziel. Ich glaube, bei Menschen, die als Kunden bei Nachhaltigkeitsbanken unterwegs sind, ist dieser Gedanke daran, möglichst viel Rendite zu erwirtschaften, jetzt nicht so ausgeprägt. Der steht zumindest nicht ganz im Vordergrund. Natürlich ist das langfristig ein Ziel. Ich glaube, das ist auch machbar. Aber da müssen alle ein bisschen mitarbeiten. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht ganz leicht. Auf der anderen Seite kann man auch nicht einfach so ohne weiteres sagen, so wie das früher der Fall gewesen ist, dass man mit diesen Anlagen kein Geld verdient. Vielleicht war das mal so, aber ich glaube, da sind alle gefragt, sich ein bisschen was Intelligenteres auszudenken. Wie schaut das bei Ihnen aus, wenn Sie sich regelmäßig und wiederkehrend mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren beschäftigen? Färbt das auch so ein bisschen ab auf das
eigene investieren? Reflektieren Sie da auch ein bisschen? Ja, selbstverständlich. Also reflektieren ist sozusagen nicht irgendwie mal so eben, sondern ich glaube, das muss man immer machen und immer tun, gerade wenn es um die Geldanlage geht. Persönlich ist es natürlich eine Sache, da schauen wir uns hier sehr genau an, was gibt es eigentlich an Themen, die interessant wären. Nehmen Sie mal das Beispiel Weltbevölkerung. Wir werden absehbar 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Die müssen mit Lebensmitteln versorgt werden, die müssen Zugang zu Wasser haben und es gibt sehr viele nachhaltige Projekte, wo man sagen kann, gut, da kann man sicherlich auch heute schon investiert sein und auch das macht durchaus Sinn und ist auch durchaus mit einer Rendite verbunden. Lars Brandau, der Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Dankeschön fürs Interview. Sehr gerne. Also Thema Nachhaltigkeit ist schon längst raus aus der Nische und ist ein richtiger Trend geworden, auch an der Börse. Bis nächsten Monat. Tschüss.